Hochbetrieb in der Notaufnahme. Dr. Gero Reiter hat soeben eine ältere Dame versorgt und nun ist ein junges Mädchen an der Reihe. Die 10-jährige Lea ist mit ihrem Vater Carsten hier. Grund dafür ist ein Unfall beim Spielen im Park. Du bist die? Lea. Hallo, ich bin die Schwester Birgit. Ja, erzähl mal, was tut denn weh? Das Handgelenk. Das Handgelenk, okay, gut. Erzählen Sie noch mal, wie ist dazu gekommen? Meine Schuld, ich habe nicht richtig aufgepasst. Sie ist auf den Baum geklettert und da ist sie nicht mehr runtergekommen. Und da habe ich gesagt, spring mir in den Arm, ich heb dich, ich fang dich. Und dann hat sie sich nicht getraut. Da habe ich gesagt, spring. Und in dem Augenblick, wo sie gesprungen ist und mir in den Arm fiel, habe ich Rückenschmerzen gekriegt und bin zusammengebrochen und habe sie losgelassen. Aber ist ja nicht gebrochen oder so. Bist du dann auf den Boden gefallen, auf den Kopf? Nein, nur auf die Hand. Okay, gut. Okay. Kannst du mal eine Faust machen? Es tut mir so leid. Gut. Wahrscheinlich ist jetzt die Einschränkung der Beweglichkeit nur durch eine Gewebeschwellung. Den Knochen kann ich natürlich nicht sehen. Das heißt, ich würde sicherheitshalber ein Röntgenbild machen, um auszuschließen, dass da irgendwo der Knochen angebrochen ist. Da Leas Vater ihr angeboten hatte, sie aufzufangen, wenn sie vom Baum springt und sie dann aber fallen gelassen hat aufgrund der Rückenschmerzen, hat er sich verständlicherweise jetzt selber die Schuld gegeben dafür, dass seine Tochter verletzt war. Aber Unfälle können halt immer passieren. Ja, die Lea ist ja ein tapferes Mädchen. Da sind Sie und Ihre Frau doch sicherlich stolz auf die Kleine, ne? Ja, meine Frau ist vor 5 Jahren verstorben. Seitdem bin ich alleinerziehender Vater. Habe eine ganz, ganz tolle Schwiegermutter, die sich kümmert, wenn ich keine Zeit habe, weil ich auch sehr viel arbeite. Ja, ich muss halt für sie da sein. Apropos Schwiegermutter, ich muss der unbedingt jetzt anrufen und sagen, was hier passiert ist, weil die macht sich sonst auch Sorgen. Soll ich mir denn den Rücken nicht doch noch mal angucken? Oh, das lassen wir mal. Da komme ich ein andermal vorbei. Ich guck mal jetzt nach meiner Tochter, gell? Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Röntgen ist. Bis gleich. Okay. Rückenschmerzen kommen häufig durch muskuläre Verspannungen, vor allem bei Handwerkern oder bei körperlicher Betätigung, und verschwinden dann nach einigen Tagen. Insofern war es nicht verwunderlich, dass Leas Vater sich erstmal nicht untersuchen lassen wollte und den Schmerzen keine große Bewandtnis gemessen hat. Aber wie sich nachher zeigen sollte, waren die Beschwerden ja doch schwerwiegender als zuerst erkennbar. Vater Carsten arbeitet als selbstständiger Hausmeister. Doch dass ihm der harte Job immer mehr zusetzt, hat er noch niemandem erzählt. Tochter Lea hat derweil Glück. Der Knochen ist nicht gebrochen. Darüber freut sich auch ihre besorgte Großmutter Iris. Hallo, Reiter ist mein Name. Guten Tag. Grüß Sie. Ja, das ist. Ich bekam ja den Anruf von meinem Schwiegersohn, bin jetzt direkt hierhin geflitzt von der Arbeit. Aber du lachst ja, da bin ich froh. Ich war ja schon wirklich aufgeregt und habe gedacht, mein Gott. Sie ist ganz tapfer, die Kleine. Ja, das ist sie ja meist. Dann, okay, dann können wir schon wieder gehen. Ja. Ja, das ist ja perfekt. Du bist ganz vorsichtig. Okay. Oh. Was ist los? Einmal hinsetzen. Du hast jetzt mal so Schmerzen in den linken Wirbel drin. Ist das wieder der Rücken? Ja, wieder. Ist das jetzt der gleiche Schmerz gewesen wie eben bei dem Unfall? Ja, genau das. Das ist eben auch passiert. Das ist ein Also dann wäre es ja doch sinnvoll, wenn ich sie jetzt mal untersuche. Am besten. Ja, aber dann lass dich jetzt mal untersuchen. Jetzt hören Sie mal auf, Ihre Tochter. Hast du das schon länger oder was? Seit einem Jahr. Wie seit einem Jahr? Und du hast uns das nicht gesagt? Ich muss doch arbeiten, ich muss doch Geld verdienen. Ja, aber Carsten, du kannst doch nicht. Wir schaffen das schon, wir zwei. Du weißt doch, dass wir ein super Team sind. Das weiß ich doch. Du machst doch so oder viel nicht. Schon. Du bringst, du holst, du machst doch schon viel. Ja, aber das ist ja auch alles Geld in Ordnung. Alleinerziehende Väter können sich natürlich an alle die Stellen wenden, an die sich auch alleinerziehende Mütter wenden können. Das sind entweder karitative Vereine oder die Kirche. Die bieten Hilfen an mit Kinderbetreuung. Die Kindertagesstätten sind heutzutage zeitweise bis 4 Uhr geöffnet. Und sollte man da nicht weiterkommen, kann man sich auch hier gerne bei uns in der Klinik an die Familienhelfer wenden. Da vermitteln wir sehr gerne und da gibt es eigentlich für alle Notlagen gibt es die richtige Person. Hier, da fängt's an, ja. Und da, ja, das geht so rüber. In der Gegend haben wir die Niere, das heißt, da würde ich jetzt direkt eigentlich eine Ultraschalluntersuchung anschließen. Ultraschall? Um zu gucken, ob wir da irgendwas sehen können. Weil die Wirbelsäule, die hat jetzt nicht so die Schmerzen gemacht. Moment, er ist krass. Nee, ich drück's weg. So.
kommt jetzt von hinten. Sie beugen sich einfach ein bisschen vor. Wird jetzt ein bisschen kalt. Carsten steht spürbar unter Stress und ist während der Behandlung nicht bei der Sache. Denn immer wieder erhält er Anrufe und Kurznachrichten, die angeblich mit der Arbeit zu tun haben. Doch das ist eine Lüge. In Wirklichkeit darf niemand erfahren, mit wem er gerade chattet. Ich habe mir jetzt die Nieren mal in verschiedenen Einstellungen angeguckt. Da sieht man deutliche Veränderungen drauf. Also das Nierenparenchym, das ist das eigentliche Gewebe, weist fortgeschrittene Veränderungen auf. Ich würde Ihnen jetzt eine Infusion geben gegen die Schmerzen und wir machen eine Blutuntersuchung. Dann müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwie die Ursache rauskriegen. Sie hat bisher mit der Niere nie Probleme gehabt? Gar nicht mit der Niere Probleme gehabt. Und bei Routineuntersuchungen im Blut waren auch die Nierenwerte immer unauffällig gewesen? Ich hatte mal vor 4 Jahren einen Autounfall. Ja. Da ging meine Kniescheibe komplett kaputt war, das Bein. Das machen Sie besser selber. Ich krieg's nicht. Okay. Ja. So, nur dass nicht so kalt ist. Ne? Also, ich würde sagen, sicherheitshalber machen wir ein großes Labor und testen auch auf alles, was jetzt hier mit den Nieren im Zusammenhang stehen könnte. Auch Schwermetalle, alles rein. Nach der Blutprobe wird Carsten noch ein Schmerzmittel für seinen Rücken bekommen. Der alleinerziehende Vater gibt sich optimistisch. Er hofft, dass er bald wieder beschwerdefrei arbeiten kann. Schwiegermutter Iris hingegen ist besorgt und wendet sich an den Arzt. Ich beobachte das schon längere Zeit, dass es ihm nicht gut geht. Mhm. Ne, und seit einigen Wochen, der macht ja alles, der macht alles für seine Tochter, dass die ein gutes Leben hat, seit meine Tochter nicht mehr da ist. Hat er erzählt, ja. Ja, das ist natürlich furchtbar. Und ich stelle halt fest, in den letzten Wochen, Monaten, er ist sehr müde auch, abgespannt. Aha, okay. So kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Er ist sehr aktiv immer gewesen und also ich kann das nicht einordnen. Ich wollte Ihnen das nur sagen, weil vielleicht ist. Hat er auch geklagt, irgendwas mal gesagt? Nein, ich habe ihn immer wieder darauf angesprochen, aber das packt er ja weg und ist kein Problem und alles gut. Opfert sich auf, ne? Opfert sich auf, ja. Aber ich merke halt selbst, ja. Okay. Wir sehen uns sicher. Wir gucken mal, was wir rausfinden können und suchen weiter. Mhm. Das ist ganz wichtig. Blut habe ich abgenommen, gebe ich direkt ab. Danke. Die ständige Müdigkeit ihres Schwiegersohns hat einen ganz konkreten Grund, von dem Iris bislang nichts weiß. Und auch für die Rückenschmerzen und das Nierenleiden gibt es eine ungewöhnliche Erklärung. In den Blutwerten findet Dr. Reiter erste Hinweise darauf. Hallo. Ja. Carsten, jetzt ist genug mit dem Handy. Also, ich habe gerade die Laborwerte erhalten. Da sind ein paar Auffälligkeiten. Zum einen sind die Entzündungszellen und Entzündungsprotein erhöht. Das heißt, irgendwo in Ihrem Körper muss ein Entzündungsherd sein. Ja. Und zum anderen ist hier noch was ganz Besonderes. Nickel und Chrom sind erhöht, also Schwermetalle. Die haben eigentlich im Körper nichts zu tun. Das wäre jetzt auch meine Frage. Haben Sie beruflich mit Schwermetallen zu tun? Farben, Lack und mit Reinigungsmitteln eigentlich. Oder mit der Verarbeitung. Ich bin Hausmeister, ich hab da eigentlich damit nichts zu tun. Nee, damit haben wir nichts zu tun. Okay. Es ist ungewöhnlich, dass man das im Blut findet. Ne? Das muss irgendwie ja in den Körper reingekommen sein. Was haben Sie denn sonst noch für Beschwerden gehabt bisher? Ja, die haben ja schon lange die Kopfschmerzen. Das habe ich. Schon länger, heißt ja. Nicht erst seit einem Monat? Nein, schon länger. Das kommt immer so schubweise. Okay. Kommt immer so ein Schub. Okay. Geht dann immer. Jetzt habe ich wieder so einen. Aber Sehstörung hat sie bisher nicht. Die letzte Zeit. Ich hatte doch den Unfall. Ja. Und vor dem Unfall hatten Sie das nicht? Nach dem Unfall hat das angefangen. Viel, viel später. Also ich denke nicht, dass in der Verbindung mit dem Unfall war. Wäre aber sinnvoll. Du hattest doch gar nichts. Kann ich mir das mal ansehen? Ja, klar. Du hattest aber doch gar nichts am Kopf damals, oder? Die Platzwunde. Die ist von dem Unfall hier. Die ist von dem Unfall. Ja, okay. Die ist damals genäht worden, ist jetzt ein bisschen breiter geworden. Ja, okay, verstehe. Also ich halte es für sinnvoll, dass wir Schichtaufnahmen von Ihrem Kopf machen. Mhm. Ne? Da könnten Spätfolgen vom Unfall sein. Aber Kopfschmerzen, die Sie jetzt schon so lange haben, sollte man auf jeden Fall abklären. Ach, hör doch mal auf zu schreiben. Mit wem schreibst du denn die ganze Zeit? Mit Kunden. Ich finde, du solltest das Handy jetzt mal ausmachen. Ja. Als der Herr Nebling da ständig an seinem Handy rumdrückte und Telefonate wegdrückte und auf Rückfragen immer ganz ausweichend antwortete, war uns schon klar, dass da irgendwas im Busch ist.
Aber das geht uns nichts an, das ist das Privatleben. Das ist nicht die Aufgabe vom medizinischen Fachpersonal, sich drum zu kümmern. Aber hinterher, da klärte sich ja auf, was da mit dem Telefon Sache war. Dr. Reiter ordnet an, dass der alleinerziehende Vater stationär aufgenommen wird. In seinem Patientenzimmer wartet der Witwer dann am Abend auf die Ergebnisse der Computertomographie. Doch überraschenderweise wartet er nicht allein. Ja, hallo. Hallo. Störe ich gerade? Ja, ich hab kurz Besuch. Reiter ist mein Name. Hallo. Ich hab Besuch bekommen. Ja, das sehen wir. Aber wir sind Annika. Hallo. Nett, Sie kennenzulernen. Hallo, Annika. Hallo, Lea. Hallo. Schön, dich endlich zu sehen. Okay. Und Carsten, wer ist denn Annika? Ich wollte es dir ja schon lange sagen. Ich habe Annika vor einem halben Jahr kennengelernt. Aber ich habe es mir nicht getraut. Ist deine Freundin? Ja, ist meine neue Freundin. Und warum hast du uns das nicht gesagt? Ja, weil ich dachte, deine Tochter ist vor 5 Jahren gestorben und jetzt eine Ersatzschwiegertochter. Und er denkt vielleicht, Lea, das ist die neue Mama. Und wir wollten das eigentlich ganz langsam angehen, ganz, ganz langsam. Deshalb hast du die ganze Zeit gedaddelt auf deinem Handy, ja, oder? Ich musste ja auch sagen, dass ich im Krankenhaus liege. Ich bin Iris Hambach. Hallo. Ich bin Annika. Schön, Sie kennenzulernen. Und es freut mich sehr. Ne? Du findest auch gut? Es ist natürlich immer schwer, wenn man einen neuen Partner in diesen kleinen Zweierverbund bringen will. Egal, ob es eine neue Freundin oder ob es ein neuer Freund ist. Da sollte man mit ganz viel Feingefühl rangehen und das wirklich erst durchziehen, wenn man sich sicher ist, dass das wirklich eine feste Partnerschaft wird. Denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Kinder sich ständig an einen neuen Papa oder an eine neue Mama gewöhnen müssen. Und das muss man mit viel Feingefühl, mit Liebe machen und dann läuft's. Wir haben jetzt tatsächlich in den Schichtbildern vom Kopf was gefunden. Und zwar, da ist am Hinterkopf ein 1,5 cm langer Nagel, der sich innerhalb des Knochens befindet. Da ist tatsächlich ein Nagel in meinem Kopf. Ja. Das ist bestimmt weggekriegt. Ja, in meinem Kopf. Das hört sich ja furchtbar an. Vielleicht kommen auch daher die Kopfschmerzen, die du immer gehabt hast, oder? Das könnte von dem Unfall, da ist doch die Nagelpistole losgegangen. Aber dass das in meinem Kopf gegangen ist. Und das hast du nicht gemerkt? Nein, gar nichts habe ich gemerkt. Das ist okay. Ja, das kann natürlich sein. Sie hatten ja damals dann noch schwerwiegende andere Verletzungen gehabt. Sie haben ja erzählt, das Bein war gebrochen. Ja. Und da hinten hatten sie eine Platzwunde. Dann kann das natürlich sein, dass der Nagel sich wirklich schon in den Knochen so weit reingebohrt hatte, dass von außen nichts mehr zu sehen war. Dann haben die Kollegen natürlich die Platzwunde versorgt. Und da konnte natürlich dann keiner damit rechnen, dass jetzt tatsächlich ein Nagel bei dem Unfall in den Kopf geschossen wurde, wenn sie halt jetzt hier das Bein gebrochen hatten. Herr Nebling hat dabei natürlich Glück gehabt, dass der Nagel nicht weiter in den Kopf hineingeschossen worden war, sonst wäre es damals auch zu einer Hirnverletzung gekommen. So steckte er nur knapp unterhalb des Knochens, aber hat dadurch natürlich jetzt die ganze Zeit Schwermetalle abgegeben, sodass er Spätfolgen erlitten hat. Kommen denn davon auch die Nierenprobleme und die Rückenschmerzen? Das ist anzunehmen. Die Rückenschmerzen sind auf die Nierenveränderung zurückzuführen. Und die Nierenveränderungen sind offensichtlich eine Folge dieser Schwermetallvergiftung, weil dieser Nagel tatsächlich die ganze Zeit Chrom und Nickel freigesetzt hat. Ich glaube, er hält nichts zurück dann davon? Das wird natürlich etwas dauern, bis die Nieren sich erholen. Voraussetzung ist aber jetzt wirklich, dass wir die Quelle durch die Neurochirurgen entfernen lassen, damit das nicht so weitergeht. Einen Tag später wurde Carsten operiert und der Nagel entfernt. Die Schmerzen sind danach verschwunden und auch das Nierenleiden wurde erfolgreich behandelt. Seine neue Freundin Annika hat sich super in die Familie integriert und macht den 40-Jährigen richtig glücklich.